Das ist die Geschichte von Ben Weibele von Albions. In Albions, da ist halt mein Geist immer. Der hat alle unheimlich gemacht und das war's Ben Weibele. Und das hat in die Häuser drin man angeklopft und in die Holzlegen hat's Holz gehackt. Und na, sein ganze Bindel Holz sein verschwunden von dort. Und hauptsächlich, wenn Vollmond war, dann war es überhaupt ganz arg. Und die Leute haben schon gemeint, sie können immer in die Häuser wohnen. Von lauter, was es halt zugegangen ist, verstehst du? Und dann hast du gehört, wie ganze Holzlaugen umgekugelt sein. Aber wenn man reingegangen ist, schaugen, dann ist alles in Ordnung gewesen. Dann hat man gehört, wie die Kübel umfallen. Und dann ist man reingegangen, dann waren die ganzen Kübel in Ordnung. Und ganz selten hat man halt einmal das Ben Weibele gesehen. Das war einfach ganz selten zu sehen. Bis einmal eine, die Zensi, oben da von Albions, da war eine so addieren. Und die hat einmal gesagt, sie hat das Ben Weibele gesehen, wie sie sich gerade aus dem Stab gemacht hat. Sie war ganz gut umgezogen, hat sie gesagt, und hat ein Strauchhirtl auf dem Kopf gehabt mit zwei schwarzen Federn. Und weil es halt so unheimlich war, wenn das Ben Weibele man angegeistert hat, dann hat man halt die Kapuziner geholt in Klausen. Und weil er hat man die Alben geholt, wo Geister waren, sind die Kapuziner von Klausen gewesen. Und die haben halt noch gebetet und gebetet und alles ausgeweicht und alles ausgeracht. Natürlich haben die ganz wenig Ding gehabt zum Reichen, was halt die Pfarrer in der Kirche haben. Die haben allen mehr die Kräne mit Bier hergenommen und haben mit Zimmermoos gemacht. Aber es ist ihnen wirklich gelungen, früher oder später, dass es Ben Weibele sich nicht mehr erzählen lassen. Und da auf meinem Bild, da siehst du es, Ben Weibele, wie es gerade dahin schleicht, so heimlich mit seinem Hut an, mit den schwarzen Federn. Enten siehst du die Stiege, die auf den Hof reingeht und drunter, da ist Gott vom Keller raus, da ist noch die Kellertür offen, da lagen das ganze Holz. Und da drin hat die allem geklappert und hat man angearbeitet und hat es halt so unheimlich gemacht, dass die Leute nicht mehr am Golden Haus wohnen. Und das ist die Geschichte von Ben Weibele in Albions.